Okay. Schön, dass ich das jetzt auch schon erfahre. Okay, F, wieder zurückgehen, alles klar. So, dann hopp. Da ist so ein Trottel, ich habe gegen die Wand gedrückt. Warum macht der... Raiden! Ja, es ist natürlich jetzt problematisch, dass da kein Boden mehr ist. Mit etwas Glück ist jetzt wieder ein Boden da. Nee, ist er nicht. Aber auch keine Drohnen, die ich sehe. Aber ich höre sie. Okay, nur nicht locker lassen. Bringt das überhaupt was? Ich meine, sehen die mich nicht trotzdem? Ich hätte das Ding trotzdem schmeißen sollen, ohne Witz. Okay. Warum lasse ich los? Bin ich blöd? Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Okay, wir machen das jetzt. Ich bin so doof, ey. Ich mache das jetzt anders. So, so. Geil. So. Alter, ich bin so dumm, ne? Natürlich geht der Boden auf. Alter, bin ich dumm, ey. Es mag daran liegen, dass es schon sehr spät ist, wer weiß. So, aber irgendwie muss ich jetzt erstmal wieder zurückkommen. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, das wird nicht ganz so einfach werden. Weil ewig hält das ja auch nicht, das Jamming, ne? Und die Brücke ist, glaube ich, ein bisschen lang. Ah ja, mal gucken. Okay, hier habe ich es geschafft. Ja, wobei doch, das reicht. Okay. What the fuck? Wer war das denn? I don't fucking know. Nein, oh, ich bin nur noch zum falschen. Oh, meine Fresse, ey. Ich muss doch zum Warehouse. Okay. Wir rennen einfach durch. La 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 la. So, dann sind wir nämlich hier und hier sind wir jetzt auch richtig. Meine Güte, ey. Schwere Geburt. So, hier müssen wir uns umgucken, ob wir irgendwo eine Tür öffnen können. Ich bin gespannt. So, geh mal schlafen. Gut, hier ist soweit nichts. So, ihr habt es alle gehört. Hier ist nothing. So, wo ist die Karte? Hier. Warte. Nope. Ja, hier kann ich rein. Ein bisschen C4, ein bisschen C4. Na, C4, das ist doch super. Da kann man schon mal mit arbeiten, würde ich sagen, ne? Ne, da brauchen wir Level 3 für. Hier geht's nicht weiter. So. Ne, hier ist ein Raum, da konnten wir eh rein. Der ist Level 3. Also auch nichts, wo ich rein kann. Hier ist Level 2. Ist das eine Bombe? Scheiße. Right, what's wrong? Right. Right. Fuck, ich habe sie sogar noch gesehen und dachte mir erst, oh Mann, ich bin so doof. Warum hat der eigentlich gesagt, warum dauert der Bericht so lange? Ich meine, ich dachte das schon. Oh. There's somebody there. Nein, 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 da ist niemand. Okay, wenn der jetzt kommt. Ja, genau.
Alles klar. So, Level 2, wir gehen jetzt trotzdem noch überall rein. In dem Raum, da muss ich gleich erstmal gucken, was da abgeht. Ah, ich bin so doof, ey. Da unten gibt es ja auch noch Räume. Nee, hier war falsch, hä? Ach so, stimmt, ja. Richtig. Hier war das ja. Wir rufen mal kurz an, mal gucken, was er uns zu sagen hat. Raiden, there's a locker over there. It's a good place to conceal yourself from enemy patrols. Face the locker and press the act. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Kann ich das Ding eineisen oder so? Nee, ne? Oder? Ich glaube, das... Jetzt weiß ich, was da schiefgelaufen ist, alles klar. What the hell happened? Raiden! Ja, so kann man natürlich auch Tode sammeln. Das sind Laserscheißdinger, ey. So. Jetzt haben wir die beiden aber schon mal weg. Ist das schon mal super. So, ich sollte mich jetzt wahrscheinlich relativ schnell daran machen, da reinzugehen. Pass auf, die kippen drinnen wieder. Ja, was denn nun schon wieder? Komm, mal hin. Watch out, Ryan. Wir haben keine Zeit. There are IR sensor traps in that location. Infrared sensors? Right. A booby trap connected to plastic explosives. Crossing an IR beam will trigger the detonation of a critical amount of semtex. You will be killed. Make no mistake about it. Avoid contact with the beams at all cost. Ja, ich habe das schon das ein oder andere Mal machen dürfen. Kein Problem. So, Munition haben wir auch. So. Und jetzt machen wir natürlich die Karte 2 erstmal wieder rein. Obwohl wir sie gar nicht bräuchten, jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Denn wir haben, was wir brauchen. So. Das wird lustig. Das wird richtig, richtig lustig, ey. Lalalalalala. Eigentlich müsste er runterfallen. Weil er läuft sehr merkwürdig. Also mit einem Fuß ist er definitiv nicht wirklich drauf. Aber okay. Wenn er das kann. Kann er das? Vor allem, wer baut denn bitte so einen Boden, ey? Jetzt mal ohne Spaß. Das ist doch total dumm. Oder nicht? Naja. Ich würde so einen Boden nicht bei mir einbauen wollen. Get a... Oh nein, ich hab... Die falsche Waffe. Oh, ich hab eine M4. Die ist doch falsch. Oh, shit. Hab nicht aufgepasst. Egal. Wir müssen da jetzt reingehen, hoffen, dass das jetzt was wird. Okay, es hat nicht funktioniert. Scheiße. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Das Blöde ist, jetzt sind wir natürlich erstmal wieder hier. Ich habe nur noch eine davon, das heißt, ich komme da jetzt nicht mehr so rüber wie noch gerade. Dann muss ich gleich erstmal gucken, ob ich irgendwo eine fucking AK-74U finde. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe gerade überhaupt nicht auf den Namen geachtet, ne? Ich dachte einfach, ach ja, Mensch, wir haben eine geilere Waffe. Läuft. Ach, keine Ahnung. Letztlich auch egal. Alles ist gut. So, das bedeutet, wir gehen jetzt nach unten. Ah, wo ist der Arsch? Das steht dahinter, ne? M4 Bullet. Ja, das ist er doch. Meine Fresse. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Na gut, dafür brauche ich aber auch erstmal irgendwie eine Munition, also eine, irgendwas von denen. Na? So. Scheiße. Nichts. Nein, nein. Alles cool. Ich muss weg. So. Jetzt können sie investigaten, was sie wollen, ist mir egal. Einziges Problemchen ist, ich habe leider keine... Es ist so nervig, ne? Ich muss jetzt versuchen, so irgendwie hinzukommen. Ohne Chaff Grenades. Das wird nichts. Bitte flieg weiter. Oh, jetzt bleibt das Ding stehen. Oh, fuck. Ich werde ver... Er drückt sich dann halt nicht mehr gegen die Wand. Was soll ich machen, ne? Raiden, ist alles alright? Raiden! Raiden! Ah, das ist auch dumm, ey. Wie soll das funktionieren ohne diese scheiß Granaten, ey? Ich finde es halt auch ein bisschen dumm, ja, dass ich die jetzt, dass ich nicht einfach kaputt schießen kann. Aber das, wie soll ich das machen? Das funktioniert ja halt nicht, ne? Und wenn es nur eins wäre, okay, aber das kann ich, ja, das kann ich umgehen. Das wäre nicht mal das Problem. Zwei, keine Chance. Einfach keine Chance. Ja, jetzt fällt er eh runter. Alter, wie soll ich das denn jetzt machen? No. No. Scheiße. Jack, please answer me. Jack! Oh, jetzt werde ich richtig, richtig viele Tode erstmal sammeln. Weil ich jetzt gucken muss, wie ich das hinkriegen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe keine Chaff Grenades mehr, ja. Töten kann ich die Viecher ja auch nicht. Ja. Schön, schieße sofort. Ist super toll. Okay. Who is that? It's the enemy.
Voilà. Oh Mann, ey. Ach, hab ich. Ja, gut, ich werde wahrscheinlich eben gleich nochmal sterben. Da fuckt mich das Spiel gerade ein bisschen ab gerade. Mann, ich habe nicht genug Leben, ich habe nichts, ich muss hier... eigentlich müsste ich hier nur ein bisschen weitersuchen, weil ganz ehrlich, was soll ich machen? Ich brauche mehr Sachen. Na gut, das ist halt Munition, das bringt mir eigentlich jetzt gerade nichts in meiner Situation. Haben wir hier noch irgendwas? Mehr Soko-Munition komme ich aber nicht ran. Tja, nö. Eine Ration wäre halt mega nice, ne? Beziehungsweise nochmal Chef Grenades, da haben wir sie doch. Boah, zum Glück. Die retten mir gerade mal ein bisschen den Arsch. Nur zwei Stück, aber... immerhin, immerhin. Reicht, um rüberzukommen, dann kann ich mich halt verkleiden und dann hoffen wir, dass es funktioniert. So, jetzt müsste ich eigentlich easy peasy da drüber kommen. Und dann ist gut. Ich glaube, man kann das auch ohne die Granaten schaffen, aber das ist nicht einfach. Bin ich jetzt nicht leistungsfähig genug für, glaube ich. Möchte ich fast behaupten. So, da haben wir nochmal Muni für die AK. Nehmen wir gerne mit. So, pass auf. Zack. Zack. Jetzt dürfte ich ja nicht erkannt werden. Theoretisch. Bin mal gespannt, inwiefern das stimmt. Kann natürlich mal eben hier mit den ganzen Leuten quatschen nochmal, ob die irgendwas haben. Pliskin, do you read me? What's up, Raiden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Yeah. Do you know anything about this? No. Can you trust that costumed freak? I don't know. But the colonel told me to follow the guy's instructions. And like a good soldier, you'll do it, right? I'll let you in on a little secret, kid. The ninja that was publicized in the Shadow Moses incident no longer exists. The guy you met has no connection whatsoever with the incident. And how do you know that? Because I do. Huh? Just be careful who you trust, okay? Raiden, make contact with Ames and obtain information about the president. You're in the Shell One core now. Ames is being held on B1. Head for B1. Alles klar. Mach ich. Ich vermute mal einfach, rennen sollte ich auch nicht. Okay, hier haben wir den Fahrstuhl, den interessiert mich gerade aber ehrlich gesagt weniger. Weil ich würde gerne das Note finden, damit ich eine Karte von dem Bereich habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich hier renne, dass sie dann ein bisschen misstrauisch werden. Das Ding scheint kaputt zu sein.